Die Deutsche Bahn. Wohl jeder, der auch nur ein paar Mal mit einem Zug in Deutschland gefahren ist, weiß, dass die Deutsche Bahn zwar viel verspricht, aber nur wenig liefert. Und zwar wortwörtlich. Doch die Bahn ist nicht nur unpünktlich und chaotisch. An Bahnhöfen und in Zügen passieren auch immer wieder Dinge, die einfach nur unfassbar sind. Und genau diese völlig verrückten Bahnmomente zeigen wir euch heute in diesem Video. Los geht's mit einem wirklich kuriosen Moment aus Niedersachsen. Im Jahr 2006 gab es dort nämlich tatsächlich noch einen Schrankenwärter, also einen Bahnangestellten, der den ganzen Tag in einem kleinen Häuschen neben den Schienen sitzt und die Schranken schließt und wieder öffnet, wenn ein Zug vorbeifährt. Auch wenn dieser Job auch schon damals fast überall automatisiert war, ist das alleine aber noch gar nicht so kurios. Wirklich krass wird es erst, wenn man weiß, dass der Bahnübergang in diesem Video in eine Sackgasse führte und es dahinter nur ein einziges Wohnhaus gab, in dem zwei Familien wohnten. Die Deutsche Bahn bezahlte also tatsächlich drei Schrankenwärter im Schichtdienst, damit diese ein paar Mal am Tag die Schranken vor einem einzigen Haus öffneten und schlossen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, die Gleise freizuhalten, denn Züge haben einen langen Bremsweg und können daher nicht einfach so stoppen, wenn etwas auf den Gleisen liegt, wie dieses Video zeigt. Ja, das war gerade tatsächlich ein Fahrrad, das die Bahn überfahren hat. Lokführer müssen dennoch schnell reagieren können, um Schlimmes zu verhindern. In diesem Regionalzug zwischen Ulm und Aalen entdeckte ein Fahrgast im letzten Jahr jedoch, dass über 4 Minuten lang einfach niemand im Führerhaus saß. Und zwar, weil der Zugführer einfach auf dem Klo saß, wie er mit einem Zettel an der Tür mitteilte. Wenn das Führerhaus allerdings besetzt ist, gibt es von dort aus auch immer wieder kuriose Durchsagen. Ein besonders krasser Zugmoment war beispielsweise, als ein Zugführer in einer Bahn nach Stuttgart seinem Frust über die Technik einfach mal Luft machte. Auch die Situation, dass der Zug nicht mehr so richtig beschleunigt, liegt daran, dass wir hier nur noch mit dem allerletzten Dreck rumfahren. Sogar in die Nachrichten geschafft hat es ein einzigartiger Zwischenfall, der sich 2021 ereignete und über den die Fahrgäste ebenfalls per Durchsage aufgeklärt wurden. Mir fällt es echt schwer, das jetzt vernünftig ohne Lachen auszudrücken. Es wurde verbockt. Wir sind jetzt hier auf dem Weg nach Hamburg. Tatsächlich wurde dieser ICE nämlich fehlgeleitet und so fuhr er plötzlich nach Hamburg statt nach Bremen, wo er eigentlich hin sollte. Kommen wir zu dieser Durchsage eines Schaffners, der in der Corona-Zeit sehr persönlich wurde und diese ungewöhnliche Ansage machte. Schluss noch ein Hinweis für alle Verschwörungstheoretiker bei uns an Bord. Denken Sie bitte daran, dass die Bundesregierung heimlich Speichelproben sammelt, um Klone von Ihnen zu produzieren, die Sie dann ersetzen sollen. Bei solchen außergewöhnlichen Ansagen fragt man sich natürlich, ob die Zugführer einen Sprüchekurs besucht haben. Und auch wenn es sich unglaublich anhört, tatsächlich gibt es in Stuttgart wirklich ein Seminar mit dem Namen Erzählen statt Quälen für die Fahrer, in dem sie lernen, unangenehme Situationen mit flotten Sprüchen zu entschärfen. Ein erfahrener Radiomoderator schult die Bahnangestellten dabei sowohl im Unterrichtsraum als auch in der Bahn. Für einen anderen heftigen Moment bei der Bahn sorgte vor etwa 10 Jahren ein Kurzschluss an der Oberleitung, den ihr hier in diesem Video sehen könnt. Während Verspätungen bei der Deutschen Bahn eh normal sind und sich bei 15 oder 20 Minuten eigentlich auch fast keiner mehr aufregt, ist eine geschätzte Verspätung von 770 Minuten jedoch auch für die Deutsche Bahn heftig. Das sind nämlich fast
13 Stunden. In diesem Video seht ihr einen ICE, der vor 2 Jahren auf einer völlig überschwemmten Strecke mitten durchs Wasser fuhr. Nachdem der Clip viral ging und viele Menschen die Situation als gefährlich einschätzten, gab die Bahn übrigens Entwarnung auf Twitter und bemerkte humorvoll, dass die Fahrgäste ab einer Wassertiefe von 1,20 Meter Paddel unter den Sitzen hervornehmen und selbstständig paddeln könnten. Ich mag Züge! Manche Menschen mögen Züge nicht nur, sie lieben sie sogar. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Oliver, den ihr hier gerade seht, hat nämlich nicht nur Modelleisenbahnen als Hobby und sammelt alles, was mit der Deutschen Bahn zu tun hat, sondern er ist auch objektophil und liebt Züge daher auf eine sexuelle Art, wie andere Menschen lieben. Wenn er eine heiße Lok sieht, wird er daher auch ganz aufgeregt. Eine Modelllok küsst Oliver sogar und geht mit ihr ins Bett. Weiter geht's mit einem krassen Bahnmoment, den ihr vielleicht selber miterlebt habt. Denn im letzten Jahr, als das 9-Euro-Ticket eingeführt wurde und man 3 Monate lang günstig durch das ganze Land fahren konnte, waren die Bahnen deutlich voller als sonst. Und das ist natürlich noch völlig untertrieben. Tatsächlich waren die Bahnen nämlich oft so voll, dass man weder ein- noch aussteigen konnte. Und die Bahnhöfe waren überschwemmt mit Menschen, die hofften, noch irgendwie in einen Zug hineinzukommen. Das krasse Gegenteil erlebte jedoch dieser Reporter vor 6 Jahren. Nachdem er in einen ICE geeilt war, um nach Hause zu kommen, fiel ihm schnell auf, dass etwas nicht stimmte. Tatsächlich war er nämlich ganz alleine im ICE und in der Geisterbahn gab es keinen anderen Fahrgast. Vermutlich handelte es sich um eine Leerfahrt, bei der er versehentlich trotzdem zugestiegen war. Ein alter Spruch lautet: Versuch macht klug. Alles selbst auszutesten ist trotzdem nicht immer schlau, wie dieser heftige deutsche Bahnmoment zeigt. Der Filmer dieses Videos wollte nämlich zeigen, dass Züge keine Sogwirkung haben, also keine Gegenstände anziehen, an denen sie vorbeifahren. Als er sich dann dicht neben eine Bahnstrecke stellte und ein ICE mit 300 km/h an ihm vorbeischoss, wurde der Filmer jedoch von seinem starken Sog mitgezogen. Glücklicherweise ist nichts Schlimmeres passiert. Scheiße! Manchmal machen sich Menschen ihre Probleme einfach selbst. So auch im letzten Jahr, als das 9-Euro-Ticket angekündigt wurde. Denn während sich das ganze Land freute, nach der entbehrungsreichen Pandemiezeit günstig reisen zu können, hatten die Bewohner von Sylt vor allem eine Sorge, nämlich dass arme Menschen mit den Billigtickets auf ihre exklusive Insel kommen und diese überschwemmen würden. Als das bekannt wurde, beschlossen unzählige Punker aus ganz Deutschland, die sonst vermutlich nie auf die Idee gekommen wären, dann tatsächlich mit der Bahn nach Sylt zu fahren. Und so musste das feine Inselvolk im Sommer mit Punkern leben, die im Stadtzentrum Dosenbier tranken, laute Musik hörten und die Insel bunter machten, als sie jemals war. Wer fährt schon ans Meer, wenn man in Sylt sein kann? Diese beiden Leute hier gehen tatsächlich seelenruhig auf dem Gleis spazieren und merken dabei nicht mal, dass sich ein Zug von hinten nähert. Glücklicherweise ist der Zug sehr langsam und es kommt nicht zu einem Unfall. Der Zugführer erteilt den Spaziergängern aber trotzdem eine Lektion. Wie gefährlich so ein Gleisspaziergang tatsächlich ist, zeigt dieses beeindruckende Video. Die österreichische Bundesbahn führte im Jahr 2012 nämlich extra einen Bremstest Lok gegen Auto durch, um zu verdeutlichen, wie lange es dauert, bis ein Zug zum Stillstand kommt, wenn Menschen fahrlässig auf die Gleise laufen. Hierzu ließen sie ein Auto parallel zu einer Bahn auf einer Straße im gleichen Tempo fahren und erteilten dann
beiden zeitgleich die Anweisung zu bremsen. Während das Auto nach 50 Metern zum Stehen kam, fuhr die Lok noch ganze 200 Meter weiter. Die beim Test anwesenden Schüler waren sich anschließend einig, wie man sich zu verhalten hat, wenn ein Zug kommt und man das Gleis überqueren will. Warten, bis der Zug weg ist, nicht einfach überrennen. Auch im Zug sollte man sich immer ordentlich benehmen. Ansonsten könnte das Zugpersonal recht sauer reagieren. Achtung, Achtung, attention please. Verpisst euch von der Tür, sonst... Manchmal hören Zugpassagiere über die Lautsprecheransage Dinge, die sie wohl eigentlich nicht mitbekommen sollten. Warum ein Lokführer hier im Führerhaus minutenlang in die Sprechanlage stöhnte und ob er dabei alleine war, ist nicht bekannt. Noch weiter ging dieser Mann mit seiner Partnerin in einer U-Bahn. Um die Fahrgäste nicht zu sehr zu belästigen, nutzte das Paar immerhin eine Decke, unter der sie dann gemeinsam verschwanden. Nun wollen wir euch mal fragen, was war denn euer heftigstes Erlebnis mit der Deutschen Bahn? Wir sind sehr gespannt auf eure Kommentare und sehen uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut!